Wir schalten auf vollen Paranoia-Modus. Was wäre, wenn ich von heute auf morgen politisch verfolgt werden würde? Zum Beispiel wegen Whistleblowing oder irgendwas anderem. Wenn, sobald mein Standort bekannt ist, ein FBI-Team kommt und mich erledigt sozusagen. Was wäre dann? Genau das ist Edward Snowden passiert und ich möchte herausfinden, wie es für ihn war, seinen Standort auf gar keinen Fall preisgeben zu müssen. Ist sowas überhaupt möglich oder schaffe ich das nicht? Ich will das eine Woche lang mit euch gemeinsam testen. Da eine abrupte Flucht keine neuen Mittel zulassen würde, will ich nur das nutzen, was ich habe. Windows darf natürlich nicht mehr angerührt werden. Das ist insofern ein bisschen schwierig, weil meine Kamera nur unter Windows verbunden werden kann und ich keinen Kameramann oder Frau habe. Entschuldigt also bitte, wenn nicht alle Aufnahmen super scharf sind. Zudem habe ich kein Raspberry Pi als Tor-Gateway bisher installiert. Das heißt, auf meiner Flucht ist sozusagen auch kein Raspberry Pi dann in meiner Hosentasche. Aber was ich natürlich benutzen darf, ist Linux. Das geht ohne Probleme, aber darauf natürlich nicht jede Software. Das heißt wirklich nur das Allernötigste. Das Wichtigste ist also natürlich erstmal der Tor-Browser. Darüber lässt sich dann zum Beispiel YouTube starten und ich kann mich sogar einloggen. YouTube weiß dann zwar, dass ich das bin, aber nicht, wo ich eigentlich bin. Und das zweite enorm wichtige Hilfsmittel ist Proxychains. Proxychains ist eine Anwendung, mit der ich andere Anwendungen über das Tor-Netzwerk starten kann. Das heißt, darüber wird dann quasi der ganze Traffic geroutet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Telegram starte, was ich sogar geschafft habe, dann denkt Telegram, ich bin irgendwo in den Niederlanden oder irgendwo anders und ich kann trotzdem mit meinen ganzen Kontakten schreiben. Signal und WhatsApp allerdings brauchen eine Verbindung zum Handy, womit wir beim größten Punkt sind. Ich darf das Handy die ganze Woche lang nicht benutzen. Warum? Nun, zum einen nutze ich ein Android-System und wie die meisten wissen, steckt dahinter Google. Und die wollen mir diese Woche ja per Konzept an den Kragen. Außerdem gibt es so etwas, das nennt sich Silent SMS. Silent SMS sind wie normale SMS, nur dass der Empfänger nicht benachrichtigt wird. Darüber lässt sich rausfinden, welchen Empfängermast man gerade benutzt und dadurch, wo man sich ungefähr auffällt, was ich natürlich nicht preisgeben darf. Rechtlich ist die Nutzung eine Grauzone, aber faktisch steigt die Nutzung durch Sicherheitsbehörden stark. Okay, ich habe soweit jetzt am Tag 1 alles aufgesetzt bekommen. Es funktioniert wunderbar. Manche Anwendungen haben sich nicht über Proxychain starten lassen, darunter zum Beispiel auch Discord. Warum, weiß ich nicht genau. Habe das allerdings alles über den Browser zum Laufen bekommen. Das heißt, Discord läuft jetzt zum Beispiel im Tor-Browser und manche Anwendungen konnte ich halt nicht verwenden. Da bin ich auf Alternativen umgestiegen. Was ich jetzt allerdings sogar gemacht habe, ist, ich habe meine Kamera und mein Schnittprogramm, was ja nur auf Windows läuft, zum Laufen bekommen, logischerweise, indem ich einfach meinen Netzwerkstecker gezogen habe. Das erschwert mir die Recherche ungemein natürlich, weil ich jedes Mal auf Linux booten muss, wenn ich irgendwas recherchieren möchte, irgendwie Grafiken suchen möchte und dann wieder zurück auf Windows. Es ist aber auch einfach eine andere Art Workflow und ich finde das Ganze ein relativ spannendes Experiment. Ich brauche für alles allerdings ungefähr doppelt so lang. Aber ja, eigentlich ganz gut soweit. Jetzt ist Abend, was ihr nicht seht, weil hier alles voll ist mit Beleuchtung. Und ich werde jetzt tatsächlich mir nicht wie üblich vielleicht was auf Netflix oder YouTube ansehen, sondern ich, wie ihr schon sehen könnt, ich werde jetzt rausgehen, laufen. Es gibt Tage, da läuft es einfach nicht so wie geplant. Und heute war einer dieser Tage, denn ich habe heute gegen unsere Abmachung das erste Mal verstoßen. Doch warum, das erfahrt ihr gleich. Lasst mich vorne anfangen. Ich wollte nämlich heute Morgen einkaufen gehen. Einkaufen im Sinne von Lebensmittel. Ich habe nämlich auch mal gelegentlich Hunger und esse auch gelegentlich mal was. Und dazu brauche ich Lebensmittel, die ich in einem Supermarkt kaufen muss. Allerdings haben wir alle diese wunderschönen Dinger hier bei uns und das sind natürlich auch Standort-Tracker. Denn um ein Konto zu eröffnen, braucht man einen Namen und der Name ist natürlich direkt bei mir hinterlegt. Das heißt, man weiß, dass ich einkaufen gehe und durch die Wahl meines Supermarktes weiß man auch, wann ich wo bin. Das heißt, wann ich in welchem Supermarkt bin und dementsprechend darf ich natürlich diese Woche auch meine EC-Karte nicht verwenden. Das sollte klar sein, denn naja, ich darf keinen Standort von mir preisgeben. Also muss ich bar bezahlen, die ganze Woche lang. Und ich habe zum Glück noch so viel Bargeld bei mir gefunden. Das heißt, das war nicht das Problem. Wobei das in Wahrheit eher ungefähr so aussah.
Das größere Problem war, während den Corona-Maßnahmen einen passenden Supermarkt zu finden, der auch Barzahlungen annimmt. Und ich habe mich tatsächlich ein kleines bisschen schlecht gefühlt. Ich war nämlich zuerst im Aldi und die erlauben aktuell keine Barzahlungen. Das heißt, da konnte ich tatsächlich einfach nicht einkaufen gehen. Ich bin dann in Rewe gegangen und dort ging das zum Glück. Sorry für die Kassierer und Kassiererinnen, die mich dort bedienen mussten. Es ging leider nicht anders, Leute. Wenn einem allerdings natürlich das Bargeld ausgeht, dann hat man ein kleines Problem, denn irgendwo muss man auch abheben gehen und auch das Abheben geht natürlich nicht, ohne seinen Standort preiszugeben. Das heißt, Bargeld ist zwar anonym genug, aber natürlich sind die Automaten, an denen ihr euer Bargeld bezieht, nicht wirklich anonym. Das heißt, früher oder später ist man wahrscheinlich gezwungen, Geld von seinem Konto abzuheben und gibt seinen Standort preis. Zum Glück mache ich das Experiment hier nur eine Woche und nicht mehrere Monate. Und dann später hatte ich leider einen kleinen Unfall. Und ja, das Ergebnis seht ihr hier. Ich habe mir meinen Zeigefinger geprellt von der linken Hand und ihr glaubt gar nicht, wie häufig man sich diesen Finger zunutze macht. Tatsächlich kann ich nicht richtig schneiden, nicht richtig tippen, aber was noch viel schlimmer war für dieses Selbstexperiment, ich musste zum Arzt. Ich musste checken, ob das tatsächlich ein Knochenbruch war oder ob es nur was Milderes ist, wobei eine Prellung auch mal gerne so lange und so schlimm sein kann wie ein ganzer Bruch, je nachdem, wie kompliziert das Ganze dann vonstatten geht. Und um beim Arzt überhaupt eine Behandlung zu bekommen, braucht man eine Gesundheitskarte und die hat mich natürlich verraten. Die musste ich vorlegen und die wurde gescannt und ja, damit haben sie meinen Standort gehabt, denn auch die Gesundheitskarte ist natürlich eindeutig auf mich registriert und ein Arzt hat natürlich einen Standort, das heißt, man konnte nachvollziehen, wo ich bin. Jetzt kann ich nur hoffen, dass meine Krankenkasse mir wohlgesonnen ist und mich innerhalb der Woche nicht verpfeift, ne? Und um fair zu sein, ich war ohne Handy beim Arzt. Das bedeutet, ich habe natürlich erstmal auf Google Maps im Tor-Browser über eine extra Sitzung nachgeguckt, welches eigentlich der Orthopäde ist, der bei mir am nächsten ist und der sich um sowas kümmern kann und bin dann dort vorbeigegangen. Und ja, ich habe dazu tatsächlich mir die Route bzw. die Adresse aufgeschrieben, was eine absolute Katastrophe ist, denn ich habe keinen Orientierungssinn, okay? Ich bin da rumgeirrt, bin erstmal beim falschen Arzt rausgekommen, habe dann gemerkt, die haben zu und habe dann gesehen, ah, okay, das ist eigentlich nicht der, zu dem ich möchte. Bin dann außen rum gelaufen und am hinteren Ende des Hauses war dann mein Arzt, also mein Orthopäde. Alles in allem merken wir allerdings, wie viele Tracker wir bei uns haben und ich wette mit euch, da wird uns in den nächsten paar Tagen auch noch was um die Ohren fliegen. Ihr habt es gerade gesehen, mehr oder weniger normal konnte ich eigentlich meiner Arbeit nachgehen. Ich habe den Tor-Browser genutzt und entweder den Netzwerkstecker gezogen oder alles unter Linux gemacht. Und das lief eigentlich ganz gut soweit. Mehr beeinträchtigt als meine Anonymität hat mich eigentlich meine Hand. Doch was eigentlich viel schlimmer war, ist, ich habe hin und wieder auch mal Termine. Termine mit Leuten, die zum Beispiel einen Kurs von mir wollen, Termine, die eine persönliche Beratung brauchen oder auch Sponsorentermine oder Webinare. Und das passiert häufiger, als ihr vielleicht denkt. Ich habe solche Termine mindestens 3-4 Mal in der Woche, vielleicht teilweise sogar häufiger. Und naja, die wollen meistens eine Kamera und meine Kamera funktioniert nur unter Linux und dazu kommt, telefonieren geht auch nicht als Ausweichmöglichkeit. Das bedeutet, ich war mehr oder weniger aufgeschmissen, weil ich so einen Termin nicht einfach absagen kann oder verschieben kann. Das hätte ich von längerer Hand planen müssen, was dieses Experiment hier angeht und einfach keine Termine in dieser Woche ansetzen können. Aber es sollte ja abrupt sein und es sollte möglichst realistisch sein. Das heißt, hier habe ich nun das zweite Mal versagt. Die Freizeit war da deutlich einfacher. Ich konnte statt auf Netflix eine Serie zu bingen, einfach mal wieder ein Buch lesen, was ich viel zu lange nicht gemacht habe. Und statt online was zu zocken, was ich mit der Prellung an der Hand eh nicht schmerzfrei machen konnte, habe ich mich für eine Visual Novel im Vampire the Masquerade Universum entschieden. Das geht wunderbar mit nur einer Hand und ich hatte diese ohnehin schon runtergeladen und hatte ziemlich viel Spaß dabei. Und damit kommen wir auch schon zum Fazit von dem ganzen Experiment, denn in den letzten paar Tagen hat sich eigentlich nichts Besonderes mehr ereignet. Was ich sagen kann ist, das Experiment hat sich drastisch auf mein Privat- und Arbeitsleben ausgewirkt und ich habe einige Einschränkungen. Und ich habe auch ganze zweimal versagt. Und einmal bin ich zum Arzt gegangen und musste dort meine Gesundheitskarte zeigen und einmal musste ich beruflich einen Zoom-Call wahrnehmen, den ich leider nicht anders machen konnte. Und
Das ist natürlich ein Problem, denn ja, mein Standort wäre preisgegeben und ja, technisch gesehen habe ich das Experiment ja verkackt. Und trotzdem muss ich sagen, es war eine unglaublich lehrreiche Woche für mich. Denn es ist einfach schon mal eine Erfahrung, wenn man sein Handy nicht die ganze Woche lang permanent 24/7 bei sich hat. Ich habe nach dem Aufwachen meistens so circa 10 bis 20 Push-Benachrichtigungen und über den Tag werden es deutlich mehr. Ich habe jetzt mal einen Tag gezählt, wie viele Push-Benachrichtigungen ich eigentlich bekomme und es sind über 100 Stück gewesen. Und darunter fallen noch nicht mal YouTube-Kommentare, die kriege ich nicht als Push-Benachrichtigung und Discord-Nachrichten sind da auch noch nicht drin. Das bedeutet, ich habe einfach so viele Dinge, die mein Handy mir auf der einen Seite bündelt und gesammelt zur Verfügung stellt, was meinen Workflow immens erleichtert und dafür bin ich meinem Smartphone auch wirklich dankbar. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine gewisse Belastung, permanent quasi online zu sein, erreichbar zu sein und ständig beantworten zu müssen, denn ich spüre immer diesen inneren Druck, ich muss das dann direkt erledigen, ich kann es nicht einfach mal sein lassen. Und über die Woche gesehen muss ich sagen, aktuell geht es mir deutlich besser als davor. Aktuell muss ich sagen, der Druck ist deutlich geringer geworden und das ist eine Art Befreiung, die ich so nicht erwartet hatte nach so einem Experiment. Weil zum Beispiel der Tor-Browser oder meine ganzen Anwendungen, die stellen mir nicht alles über Push-Benachrichtigungen zusammen und es ist eine andere Art Workflow. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, ich habe mich isoliert diese Woche lang. Ich habe mich auch zensiert, denn ich habe meine Freunde nur bedingt kontaktieren können. Ich konnte andere Leute nur bedingt kontaktieren und ich musste viele Sachen auch absagen, die ich normalerweise wahrgenommen hätte. Und natürlich habe ich mich auch zensiert, wenn ich mit anderen Leuten geschrieben habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel nicht preisgegeben, wo ich eigentlich gerade bin. Man konnte sich nicht treffen und das ist auch eine Sache, die man nicht länger als eine Woche machen möchte, vor allem zu solchen Zeiten. Klar, man hat momentan eh nicht so viele Kontakte, das heißt, das Treffen ist rausgefallen, aber trotzdem mit den Leuten nur schreiben zu können und nichts Detailliertes sagen zu können, das ist ein bisschen schwer. Es scheint mir aber folgendes Konzept das Wichtigste zu sein. Und zwar, das Smartphone ist euer permanenter Tracker, den ihr immer mit euch rumführt. Der gibt natürlich permanent euren Standort preis. Und es ist an sich nicht so schwer gewesen für mich, im betrieblichen Umfeld, im Arbeitsumfeld, das Ganze zu anonymisieren. Allerdings, Handy, Zahlungen und natürlich auch so Sachen wie Gesundheitskarten sind die krassesten Tracker. Und die konnte ich leider nicht komplett vermeiden, beziehungsweise werde ich auch in Zukunft nicht komplett vermeiden können. Aber wenn ihr Interesse habt an mehr von dieser Art, dann sagt mir das gerne, denn ich habe zum Beispiel für das Handy und auch schon für die Zahlungsmittel einige Alternativen im Kopf, die nicht nur auf Bargeld und Verzicht rauslaufen, sondern auch eine echte Alternative darstellen würden für das alltägliche Leben, die man länger mal benutzen könnte. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Und das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder bei den nächsten IT-Trends. Bis dann. Ciao.